bisschen sehr, sehr scheiße heiß. Hier in der Küche ist es gefühlt so warm wie im Ofen. Das bedeutet also, wenn es ums heute an Sachen anbraten und aufheizen geht, da spare ich mir heute ein bisschen Time, weil ich selber hier in dem Ofen sitze. Das ist natürlich quite nice, vor allem wenn man sich mal hier diesen Blast an Sonne gibt. Ja, quite hot in here. NGL. Ja, heute auf jeden Fall Chorizo Gemüsepfanne. Das hatte ich glaube ich sogar schon mal. Wir machen noch hier eine Strahle an. Let's fucking go, würde ich sagen. Leute, ich glaube, ich habe sogar das Gefühl, ich habe den Run schon mal gemacht. Weil. Moment. Chorizo Gemüsepfanne. Arthalor. Gucken wir mal nach. Guck an, ich habe schon einen Run gehabt. 38, 39. Da ist er. Da ist er. Da hier, da habe ich noch in der, da habe ich dann noch im Wohnzimmer gezeigt, wie ich gegessen habe und so. 38, 39. Ja gut, dann gilt es heute tatsächlich ein Personal Best zu knacken. Aber ich habe leider keine Bestzeit. Das waren noch die Garbage Runs. Aber immer another time. So, was haben wir denn hier? Schöne Timestamps. Wir haben Reis kochen. Wir haben kleine Vorbereitungen. Vorbereitungen für die Soße. Chorizo braten. Avocado Salsa. Bereiten. Reis verfeinern. Reis verfeinern heißt das. Dann 38, 39. Punkt 14. Das ist der Run. Let's go. Wir müssen noch ein bisschen auf den Lag warten, der jetzt gleich nachher kommt. Den kann ich eigentlich schon fast ankündigen, ne? Chorizo Gemüsepfanne, tatsächlich, das ist das. Ja. Let's fucking go, Alter, let's fucking go! Oh, ist das schön, wenn man sein Personal Best knacken darf, ne? Oh, ist das warm, ich kack ab, ne? Gut. Ich hab auf jeden Fall mein Knife. Ich hab noch mein großes Schwert brauchen. Wo ist das? Ich glaube, das ist noch gar nicht sauber, ne? Ja komm, das dürft's eigentlich tun. Ist ja nichts allzu Großes zum Schneiden. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch ohne den Schwert hin. Wie ist denn das? What the fuck? Ach, da ist es! Oh, for a moment. Ich hab jetzt übrigens Text to Speech, ne? Das ist quite nice. Ich hab's mal ausprobiert. Man kann jetzt mit Bits und Donations und so kann man, wird das Ganze vorgelesen. Das ist quite cool. Also, wir wollen uns heute konzentrieren. Wir haben hier erstmal den Step Reis kochen. Wir können heute wieder den Reiskocher-Skip anwenden, das ist natürlich quite nice. So, dann benutzen wir das da. Benutzen wir den für. Der Reisskip. Bla bla bla. Leicht salzen. Dann haben wir den hier. Und dann ist der Reis eigentlich schon done. Dann kommt das Chorizo. Chorizo in kleine Würfel. Ach ja, das ist diese komische Salami da, ne? Ja, genau, die hier. Das ist Chorizo. Ja, cool, hätte ich fast vergessen, ne? Fucking hell, Alter. What the fuck? Ja. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern, das war richtig lecker. Holy shit. Ja, da ist es. Da haben wir es. Dann. Haben wir eigentlich soweit alles, ne? Knoblauch abziehen, dann abziehen, so, Gärchen. Frühlingszwiebel getrennt zerschnipseln, Mais abgießen. Mais ein Sieb abgießen, okay, ich verstehe. Paprika halbieren, entkernen und Streifen schneiden. Großes Rührgefäß mit 150 ml Wasser füllen, das kommt dann später danach. Ich habe ja die Angabe ungefähr hier. Wie viel ist denn das eigentlich? Wie viel ist das hier mit der Angabe? 250, Hälfte sind 125. Das heißt also knapp darüber. Okay.
Mette heiß abwaschen, Schale mit. Ja, genau, da brauche ich noch für die kleine Schüssel für. Okay, gut, ich würde sagen, wir legen los, oder? Leute, 3, 2, 1! Okay, Reis machen. Reis in einen kalten Sieb. Also einen Sieb mit kaltem Wasser abgießen. Das kriegen wir auch hin. So. Wasser. Oh, wie Bock ich eigentlich auch warm hätte, ne? So, jetzt wenn ich mal ein kaltes Wasser denke, da hätte ich richtig Bock drauf. So, dann haben wir das Wasser. Leicht salzen. So. Da haben wir es. Ein bisschen salzen. So, schön. Das kommt da rein und dann ist auch schon der Skip done. Easy, Alter. Okay, Chorizo in kleine Würfel schneiden. Das Wasser. Da gehen wir jetzt hin. Wir machen das mit Feingefühl. Schneiden das in kleine Würfel. Das müssen wir doch easy hinkriegen hier. So. 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 Schön längs, den Würfel pushen. Irgendwie wird mir die Playlist nie langweilig, aber da sind auch scheiße viele Lieder drin. Ich habe übrigens letztens einen Strike bekommen, weil ich einen anscheinend nicht DMCA-free Lied da drin habe. Aber das kann nicht sein. Keine Ahnung hier, deswegen hat man mir mein Video letztens gemutet. Das ist fucking Trash, Alter. Ich benutze extra nur DMCA-free Lieder. Und das ist echt super hart, da irgendwas Cooles und nicht Cringiges zu finden. Und dann belohnen die einen mit einem fucking Mute, ne? Ich meine, solange es kein Strike ist, beschwere ich mich ja nicht, aber come on, Alter. Weißen Teil der Frühlingszwiebel getrennt voneinander zu schnitzeln. Da wird der. Machen wir das. Weißen Teil. Boah, ich finde es so nice, wenn diese fucking huge ist am Ende, ne? So. So. So, das ist doch ein schmaler, schön weißer Teil der Frühlingszwiebel. Jetzt der grüne Teil. Einfach die kleinen Spitzen hier abschneiden. Mal so. So, das ist der ganze obere Zipfel. Ja. Schneiden wir hier extra zum nachher oben drauf schmeißen. So. Dann nehmen wir noch das hier weg. Und das zum grünen Teil hier so dazu. Den Block durch den Kühlschrank. So, dann haben wir hier den grünen und den weißen Teil. Zwei Fraktionen. Grün und weiß. Mais abgießen. So, Mais in einem Sieb abgießen. Eine ist da auch mit ein bisschen Wasser mitgemalt. So. Dann haben wir hier. Was wollen wir jetzt? Paprika halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Paprika halbieren. So. Entkernen. Ich glaube, da gibt es bestimmt einen easy Skip für sowas, ne? Also, dass das viel angenehmer und schneller abläuft. Ich glaube, Nick hat den mal benutzt gehabt. Muss ich mir mal nochmal abgucken. Ich muss das Ganze in Slow Motion dann sehen. Damit man da auch wirklich mitkommt, weil Speedrunner kochen halt einfach den fucking Supersonic Speed. Und da sieht man dann die heftigen Strats nicht, die pullen, ne? Da muss man wie bei Minecraft dieses eine Tool benutzen, was das ganze Game slow, um da überhaupt hinterherzukommen. Halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Okay, zerquetschen wir die. Schneiden die in Streifen. So, schön in Paprikastreifen. Jawoll. Ja, und auf jeden Fall, ich bin noch dran, eine neue Playlist zu machen für die verschiedenen Gerichte, die ich zauber, weil
Das ist ja immer irgendwas Exotisches. Deswegen habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich meine Playlist einfach immer dem Gericht anpasse, das gerade kommt. Das heißt also, wenn ich was Asiatisches koche, so asiatisch angehauchte Musik, wenn ich so fucking irgendwie was Italienisches mache, Griechisches oder so, dann passe ich das immer ein bisschen an, um da eben ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich glaube, ihr seid jetzt auch irgendwann gleich die ganze Zeit dieselben fucking Lieder zu hören. Ich meine, come on, aber ihr müsst ja schon leicht genug sein, mich die ganze Zeit ertragen zu müssen. Für die Soße in einem hohen Rührgefäß 150 ml Wasser. So. 150 ml Wasser. Hühnerbrühe. Hühnerbrühe. Ein Esslöffel Tomatenmark. Das ist wahrscheinlich der eine Esslöffel, ne? Da ist ein Esslöffel. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist ein Esslöffel. Jo. So, das ist der eine Esslöffel Tomatenmark. Der Tomatengemark. Mega lecker. Miteinander verrühren. So, was heißt hier verrühren? Das wird fucking verschüttet, wird das. Ja? Wahrscheinlich hätte das kochendes sein müssen, ne? Ne, wahrscheinlich nur normales Wasser, ne? Ja, Limette heißt abwaschen, Schale der Limette. Okay, die Limette ist schon abgewaschen. Ja, wir müssen wahrscheinlich nochmal abwaschen. Ich meine, come on, Alter, wer hat direkt einen heißen Wasserhahn? Ich muss immer zuerst ein bisschen meinen Wasserhahn laufen lassen, damit da überhaupt irgendwas Warmes rauskommt. So, da haben wir. So, dann muss ich jetzt so machen. Jetzt, come on. Weißt du, die sagen immer, Limette abschneiden, ne? Aber die Limetten, die da zerschneiden, sind nie abgeschnitten. Das heißt also, die tun da wahrscheinlich immer eine eigene Limette zerreiben und anschließend hinzugehen, um eine neue Limette quasi zum Zerschnitzeln zu benutzen. Und die schmeißen dann wahrscheinlich hier diese angeriebene Limette einfach weg. Weil die müssen wir auf die Bilder achten. Die Limetten, die da immer am Rand sind, die haben nie was. Die sind einfach frei, die sind nie neu. Als ob die den glaube ich, Limettenrieb einfach hergespawnt hätten. So. Die haben so fucking finally Limettenrieb aus der Dose. Ja. Schön. Dann das. Und die soll ich in 4 Spalten schneiden. Das kriegen wir hin. Ja. 4 Spalten. Boah. Das ist ja einfach nur so hier längs. Köpfeln, Grünsen. Da. Okay, dann. Okay, nächster Step. Okay, jetzt kommt das Pfannengedöns. Ein Esslöffel Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Ein Esslöffel Öl. So. Oh, ist das fucking heiß, Alter. Ich kack ab, Mann. Oh. Oh. Bro, kannst du irgendwie mal ein bisschen chillen, das Wetter? So. Chorizo. Weißen Teil der Frühlingszwiebel. Kriegen wir hin. Chorizo. So. Und weißen Teil der Frühlingszwiebel. So. Chorizo. Was sind die hier? Let's go. Und. Chorizo, weißen Teil der Frühlingszwiebel, Mais. Den Mais. So. Dann. Und die Paprikastreifen. Alter, da muss einmal alles hier rein, ey. So. Jetzt so. So. 5 Minuten scharf anbraten. Dafür dürfte das
anfangen, Bauch zu braten. Na, dann müssen wir den lang. So, schön. Braten die jetzt hier drin schön an. Alter, ich verreck bei der Hitze, ne? Ich kack ab. Oh. Ich muss mal was zu trinken, was ist hier? Warum? Na, 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 na. Oh. Ey, ich kann es kaum erwarten, dass wieder Herbst ist, ne? Es sind ja nur noch 3 Monate. Oh, und dann noch der, und dann noch die Pfanne und alles. Oh. Vor allem ist es so fucking schwül in hier, ne? Fucking hell. So. Oh, das riecht so nice. Quasi ein bisschen timeskippe, weil die große habe ich das Gefühl, braucht halt ein bisschen länger, kann aber dafür großflächiger anbraten. Man muss halt immer im Run ein bisschen gut sein Equipment wählen, weil wenn du quasi die große Pfanne nimmst und du füllst die kaum, dann hast du, dann verlierst du mega die Zeit, weil die halt weniger effizient anbraten kann. Zwar großflächiger, ja, das gibt bei manchen Gerichten, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, das ganze, das Gericht mit dem Püree, ne, also mit dem Lauch und Lauchpüree irgendwas, das war fucking huge, oder was mit Blattspinat, ne, da brauchst du so eine große Pfanne für, das ist heftig. So, das alles hier schön verteile. So. Schön, die Zwiebel darf auch klein werden, oh, das riecht so fucking geil, ja. Ja, die machen wir auch ein Ding hier. Ah, das riecht so nice. Mm, so good and tasty. Mm. Oh ja. Yes. Auch noch ein bisschen kleiner hier. Können wir hier noch so machen. So. Stopp. Und stopp. Mhm. Schön. So. Oh Gott, Alter, ich kack ab über den, oh, ich kack ab über den Herd, ne? Holy shit, Mann. Ich war da so heftig cringe unterwegs, ich habe nicht mal den Reiskip benutzt, ne? Ich glaube, warte mal, habe ich damals schon den Reiskip benutzt? Weiß ich gar nicht. Anyways, let's beat this run. So. Danach kommt das Knoblauch dazu pressen. Kann ich ja schon mal vorbereiten hier. So. Ja, weiße Pfeile, Frühlingszwiebel, Paprikastreifen zugeben und scharf anbraten. Ja komm, da sind wir noch ordentlich dabei, ne? Ja, das sieht auch richtig schön aus, ne? Jawoll. Schön. So good and tasty. So. Nicht mehr lang, da kommt die Zwiebel dazu. Oh. Alter, ich brauche echt einen Ventilator hier in der Küche, sonst kacke ich noch irgendwann ab beim Kochen.
Na, okay, Kalber ist durch. Die Erde zupressen. Zack. So, bam. Ein bisschen verteilen hier. Zack. Schön hier drin verteilen. Das riecht nochmal extra nice jetzt. Oh jawohl, noch schön mit dem Knoblauch drin. Das macht das Ganze noch viel krasser. Oh jawohl. Ein kleiner Mais. Dann anschließend Gewürzmischung und vorbereitete Brühe. 2 Minuten köcheln, 3 Minuten köcheln lassen. Also, Gewürzmischung. Na, nicht das Papier. Das wäre wirklich all in hier. Und Gewürzmischung und vorbereitete Gemüsebrühe. Warum ist die offen? What the fuck? So. Hiermit einmal ablöschen. So. Schön. Oh, riecht das nice. Oh, yes. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ich krieg da so Hunger drauf, ne? Tschüss. So. Drei Minuten köcheln lassen. Etwas eingedickt. Anschließend beiseite stellen. Okay, wie läuft jetzt 3 Minuten? Können wir eigentlich mal das nächste anfangen. So, dann Avocado halbieren, Stein entfernen, so, Fruchtfleisch, okay. Wir sind vorsichtig, weil vielleicht will Katja hier nochmal eine Avocado anpflanzen. Extra vorsichtig. So, jawoll. Ich will ja kein Damage verursachen. So, da hat sie ihre Avocado. Und jetzt, oh ja, ich muss die schneiden. Oh, wei. Ich mache einfach so. So. Dann kann ich die praktisch ein bisschen leichter schälen dann. Ah, nee, ich habe gesehen. Man kann ja so machen. Ich schneide die einfach hier drin so. So. Oh, den Skip habe ich mal gesehen hier. So. So. Boah, das fühlt sich so weird an, sich fucking selber in die Handfläche hier so zu schnipseln. Das ist terrifying. Das wird einem schon ein bisschen anders da. So, ich finde natürlich, ja gut, hier habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber ich glaube, ich kriege das trotzdem hin. So. So. Skip. Den Avocado Cut. Well known in the cooking community. So. Und dann müssen wir noch ein bisschen umrühren, dass es auch ja nicht anbrennt. Schön eindickt. Jawoll. Schön. Fischen. Avocado halbieren, Stein entfernen, Fruchtfleisch auslösen, Würfel schneiden. Strunk der Tomaten herausschneiden. Strunk der Tomate rausschneiden. Okay. Sollten wir auch hinkriegen. So. Strunk der Tomate. Der sei ja giftig. Ich habe früher noch nie in meinem Leben den Strunk von einer Tomate entfernt. Ne? Ich habe
Tomate immer so zerschnitten oder gegessen. Ich habe die immer so in Scheiben in meinen Sandwich oder irgendwas. Ich habe da nie drauf geachtet. Vielleicht sollte ich beunruhigt sein deswegen. Ich weiß nicht. Vielleicht tankt man sowas als Kind ja auch easy weg. Kann ja sein. So, die beiseite stellen. Die hier ist auf jeden Fall soweit fertig, glaube ich. Ja. Dann kommt auf der Seite auch noch. So. Oh yes. Oh yes. Ich habe übrigens gehört gehabt, gestern hat fucking Deutschland in der EM verloren mit einem Eigentor und sowas ist halt schon cringe, ja? Diese ebenfalls in Würfel schneiden. Jawoll, let's go. Na? Würfel schneiden. Das ist natürlich ein bisschen weniger einfach, eine Tomate in Würfel zu schneiden. Ich stelle mich da immer unnormal an, weil ich weiß nicht warum, ne? Ja. Nur das Stück der Tomate ist ein bisschen cringe. Das schneiden wir auch immer ein bisschen ab hier. Da. Zack. Ja, komm mal an hier. Da. Okay. Da. Ja. Das letzte Stück. Würfel schneiden. Ich stelle mich da so dumm an, ne? Ich weiß gar nicht, wie man hier in ein rundes Objekt in quadratische Würfel schneiden will. Wie? How? Wir sind hier nicht in fucking Minecraft, Alter. Look! Du Meisterkoch! Jan! Sei gegrüßt! Der Gamer Jesus! Heute aber kein Käse im Essen. Also kann ich mir hier nichts von dir abnehmen. Aber nächstes Mal. Nächstes Mal droppst du mir ein bisschen Käse. Und dann habe ich hier extra Cheese auf dem, was auch immer mich da mit Käse dann zubereitet. In einer großen Schüssel Tomatenwürfel. Ja, okay, Tomatenwürfel. Ja, jetzt sagen die was von einer großen Schüssel. Haben die vorher nicht, what the fuck? Ey, ich hätte jetzt echt, zum Glück habe ich auf die Bilder geguckt, ne? Sonst hätten die mich jetzt unnormal erwischt. Mega gecheased hätten die mich jetzt. Na? Zack. Tomate. Avocado-Würfel. Da habe ich so einen nice Skip angewendet. Und zwar kann man die Avocados mit einem Löffel schon so zerschnipseln. Und dann fallen die einem, nicht mit dem Löffel. Mit der, da hier, schon. Ich habe da quasi schon drin rumgeschnitten. Jetzt kommen mir Avocado-Würfel fertig hier raus. Das ist schön. Katja freut sich, dass sie eine neue Avocado anpflanzen kann. So. So. Ah, hier, guck an. Bam! Da haben wir. Tomatenwürfel, grünen Teil der Frühlingszwiebel. Und den Saft von einer Limette. Von einem Limette in Teil hier. So. Ach. Boah. Die ganzen Rotz an meiner Hand. Das brennt ja richtig hier, so Limettensaft. Limettensaft vermischen mit Salz und Pfeffer. Salz. Salz und Pfeffer vermischen. Und jetzt einfach hier so zermüllen wir. So. Ja, guck an. Das wird doch richtig schön Form annehmen. So. Nächster Step. Schmand in einer kleinen Schüssel nach Geschmack mit Limettensaft und Salz verrühren. Den Reis in Limettenabrieb unterreiben. Jawohl, den haben wir auch fertig. Schön. Hier den Limettenabrieb, ein Teelöffel. Ja, komm, das
kommt auch hin, so. Da. So, das weg. Dann kann man dann noch hier den Schmand. Schmand in einer kleinen Schüssel nach Geschmack mit Limettensaft, Salz und Blumenkohl. Ey! Könnte ich hier reinkommen, ne? Sonst seid halt live und könnt Hallo sagen. Hallo! Was hier? Ich mach hier extra nebenher sauber. Hä? Du bist ja schon dabei? Ja! So. Ich habe jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Limettensaft, Salz und Pfeffer. Ach, der Erik ist da. Der ist im Lörk. Der ist im Lörk, ja. Hi Erik, falls du da bist. Pfeffer. So. Ich bin Beeren und Kuchen. Er macht noch mal das ist alles trocken. Das ist cool, wie das passiert. Ja. Das ist scheiße. Und mit Limettensaft. Das ist nicht aber echt super, ja. Ich hab ja auch einen Teller. Das sieht echt. Hab ich auch einen Teller. Da muss ich noch bleiben. Oh, schade. Ich habe extra ein bisschen mehr Reis gemacht. Oh, danke. Limettensaft, Salz, Pfeffer, Reis mit dem Dingens hier verrühren und auflockern. So, oh, wir sind mega gut in Time. Ich glaube, wir kommen sogar mit dem Sub 30 hin. Das wird angenehm. Das wird ein nicer Run. So. Schön. Gemüsepfanne wieder erhitzen. Was für wieder erhitzen? What the fuck? Hä? Erhitzen? Gemüsepfanne wieder erhitzen. Reis auf Teller verteilen? Ja, okay. Reis auf Teller verteilen. Sollten wir hinkriegen. Das Zeug wieder erhitzen? What the fuck? So, einen. Zwei. Drei. Boah, Alter, der Reiskocher killt mich gerade. Oh, dann schießt mich in die Ferne. Nee. Boah!
Nice. Boah, Alter, ich kacke hier drin ab, ne? Das ist so schlimm. Uff. Arm, sie knallst so rein. Ich kacke hier die ganze Zeit ab. Der Hose klebt die ganze Zeit an mir. Das ist die ganze Zeit so. Ja, die ganze Zeit. Ich hab meinen Schuh schon voll gerissen. Damn Finn. Huch. Hä? Damn Finn. Damn Finn. Damn. Doch, gerade zum Ende noch gekommen. Ein Sub 30 hingelegt. Da ist es. Wir können noch kurz vergleichen, wie das auszusehen hat. Hier auf dem Bildschirm. Oh, ich habe das alles ein bisschen nebeneinander gemacht. So, und... Ja, so ungefähr. Passt doch. Moment, für Damn Finn mache ich noch kurz eine Meme und dann hätten wir out. Katjamin, können wir raiden? Boah, keine Ahnung. So, wir machen hier nämlich... Wer ist gerade on von meinen Leuten? Na komm, der ist ein bisschen lauter. Hier, der da. Da, hier. Ist gerade keiner... Damn! Also, Leute, sayonara. Good night. Goodbye. Change the world. My final message.